So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Das ist jetzt hier halt wieder eine Aufzeichnung. Ab nächste Woche werde ich versuchen, die Schaltung wieder live zu tätigen. Zunächst der Risikohinweis und dann geht es ausnahmsweise mal auf die Seite der Termine. Hier ist eben ab 13.45 Uhr der EZB-Zinsentscheid. Dann kommen noch die Arbeitsmarktzahlen in Amerika raus und dann natürlich die Pressekonferenz. Also Vorsicht ist definitiv geboten und ja, neue Positionen sollten jetzt eher zurückgestellt werden. Dann kommen wir auf die gestrigen Setups. Hier neuseeländische Dollar, US-Dollar ist jetzt hier in der Nacht zweimal an den Stopp geraten, also ist ausgestoppt. Wer noch hier investiert ist, liegt jetzt hier bei plus minus 0 etwa, sonst sind eben 30 Pips bzw. weniger als 30 Pips Verlust entstanden. Glück hatten wir mit dem Stopp bei Pfund gegenüber neuseeländischer Dollar, da wurde der eben nicht ausgeführt. Hier liegt er jetzt an diesem Bereich. Ist jetzt hier ein schöner Rundbogen und ja, da darf man jetzt gespannt sein. Der Stopp bleibt da unten. Wie sich das entwickelt, ob es jetzt Richtung Gap-Oberkante der letzten Unterstützungszone sich vorarbeitet oder noch weiter, ist eben offen. Aber solange hier der Stopp hält, kann es jetzt hier nach oben gehen. Zum Pro7 Setup liegt leicht im Minus, ist jetzt hier unten an die Gap-Unterkante gestoßen bzw. hat sie erreicht. Im Hinblick eben auf den DAX, zu dem kommen wir jetzt. Pro7 ist ja seit kurzem DAX-Wert. Erst einmal hier das, was am Wochenende einskizziert worden ist. Heute ist wieder hier die Unterkante bzw. hier die EMA 200 angelaufen worden. Noch nicht ganz erreicht, aber wieder kleines Kaufinteresse da. Was jetzt hier zu der EZB-Sitzung eben passieren kann, schnellen Abverkauf, Gap Close. Ja, wer das wirklich riskieren will, Mini-Staffeln reinlegen. Darf es auch, ja, theoretisch darf es auch kurz noch Richtung, ja, wirklich 10.000 Punkte fallen und dann vielleicht ein bullischer Rebound. Aber es ist alles jetzt hier wirklich sehr vage und man muss da wirklich natürlich am Rechner sein und nicht zu viel riskieren. Wenn ich jetzt hier gerade noch die Tagessetups eben sehe, hier war ja so ein Move eingeplant worden beim neuseeländischen Dollar, US-Dollar. Und hier könnte es jetzt, wenn es hier die Bewegung zu Ende war, darf es dann hier eben fallen. Leider ist eben hier ja ausgestoppt worden. Hier hat hier der Stopp ja auch noch gehalten, wo bei Vorsicht long war. Zum Gold. Da lief, kommen wir erst zum kurzfristigen Setup. Das ist hier. Also das wurde jetzt hier nicht ausgeführt. Das letzte wurde ja hier eingegangen mit Stopp nachziehen und das Ziel wurde ja erreicht. Da wurde wenigstens eine Position in den Gewinn gebracht. So, die nächste Position ist ja nicht ausgeführt worden. Hier ist man jetzt aktuell flat und wird auch jetzt vor der Sitzung ja, keine Position mehr eingehen. Ist viel zu riskant. Also die Setups werden jetzt hier gestrichen, beziehungsweise die Orders oder die, ja, die Szenarien werden erstmal rausgenommen. Da muss erstmal Klarheit jetzt herrschen. Das Einzige, was jetzt hier, deswegen wieder auf den anderen Chart, was halt noch sein kann, ist ein Abrutschen hier an den EMA 200. Da könnte man nochmal, es ist echt überlegen, komplett antizyklisch was einzunehmen.
Der Stopp ist aber relativ, ja, entweder erstmal relativ offen und dann eben auf Schlusskursbasis danach ziehen, was eben dann passiert, wo sich dann eben eine Trendwende einstellt. Aber jetzt sagen hier rein, irgendwo einen Stopp setzen, das ist die Gefahr viel zu groß, dass man doch gleich sofort ausgestoppt wird, und das muss ja nicht sein. Es gibt genügend andere Chancen. So, dann Pfund kanadischer Dollar. Hier wird vielleicht ja ein Rebound Trade eingegangen. Liegt da schön am EMA 200 im 4-Stunden-Chart. Und sonst, wie gesagt, wird erstmal keine neue Positionen eröffnet. Das war's für heute erst einmal, und später gibt's dann mehr. Danke fürs Zuhören. Bis später.